Herzlich willkommen bei diesem Funalisa Screencast. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen SIP-Account eines Benutzers auf einem Telefon per Hand einrichten. Als Beispiel nehmen wir das Zeuper Softphone. Dies ist ein Software-Telefon, welches Sie auf Ihrem Computer installieren können. Laden Sie dafür unter www.zeuper.com die aktuellste Version herunter und installieren Sie diese. Danach sollten Sie in Ihrer Funalisa Web-UI den Menüpunkt Admin und den Unterpunkt SIP-Accounts auswählen. Wenn Sie den SIP-Account bearbeiten, sehen Sie auch dessen Passwort im Klartext. Dieses benötigen Sie für die Authentifizierung des SIP-Kontos an der Funalisa. Gehen Sie dann in Ihrem Zeuper Softphone auf Settings und dann auf Create New Account. Wählen Sie im sich geöffneten Dialogfenster SIP aus und klicken Sie auf Next. Geben Sie daraufhin die Daten, die Sie im geöffneten Dialogfenster finden, bei Ihrem Zeuper Softphone ein. Der User entspricht dem SIP-Benutzernamen. Standardmäßig ist dies die Nebenstelle des Benutzers. Das SIP-Passwort geben Sie bei Passwort ein und bei Domain geben Sie die IP oder den Domainnamen Ihrer Funalisa an. Klicken Sie auf Next, um die Einrichtung des SIP-Accounts in Ihrem Zeuper Softphone abzuschließen. Wenn Sie die Accountdaten im Softphone ändern oder löschen wollen, können Sie diese unter Preferences bearbeiten. Sie können außerdem mehrere Accounts anlegen und zwischen diesen wechseln. Dazu gehen Sie zurück in die Hauptübersicht und wählen in der linken oberen Ecke den gewünschten Account aus. Wenn Sie nun anrufen möchten, gehen Sie zu dem Reiter Dialpad. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die manuelle Einrichtung eines Endgeräts auf Ihrer Funalisa Telefonanlage erfolgreich näher bringen. Weitere Funalisa Screencasts finden Sie auf www.funalisa.de.